Andres Werner. He is an Italian curator and art historian. In 2007, he completed his studies of media science and philosophy in Rome, and he is doing his PhD at the Technical University with Professor Savoy. Many thanks for coming, and he will give us an introduction in politics, polity, and policy, Aspekte des Numismatikums Marktes in Mathematik. Vielen Dank, Frau Wimmer, sehr geehrtes Publikum. Die Forschungsergebnisse, die ich heute zur Diskussion darbieten möchte, haben ihren Entstehungskontext in meiner laufenden Dissertation Atlas der numismatischen Landschaft im Nationalsozialismus und stellen eine Erweiterung der Debatte dar, die sich während des letzten Treffens des Nachwuchsforums entfaltet hat. Dass sich dieser Workshop nun dezidiert mit der Frage nach dem Eingreifen der Politik in das Kunsthandelsgeschehen befasst, gibt mir Anlass, einige reifere Überlegungen zu artikulieren. Die Dringlichkeit dieser Problematik wird freilich auffälliger, wenn man die Beziehung zwischen Art Markets and Politics in einer Periode zu beobachten vermag, die durch Zentralverwaltung Wirtschafts geprägt ist. Daher müssen wir uns zunächst darüber verständigen, worüber wir reden, wenn wir mit Bezug auf die Nazizeit vom Markt reden. Zweitens, was versteht man unter Politik? Zu Punkt 2c werde ich zeigen, wie und inwieweit die Politik bei der Vermarktung der Münzsammlung von Alexander Hauser eingriff. Manche Autoren gehen davon aus, dass eine staatlich gesteuerte Wirtschaftsplanung den Markt überhaupt ausschließt. Und wenn es so wäre, dann würde überhaupt keinen Sinn machen, nach einem Markt im Nationalsozialismus zu fragen. Die World Bank hat zum Beispiel die Wirtschaftsumwandlungen von postsozialistischen Ländern untersucht, die sich nach einem vorübergehenden Abschied vom Markt zurück zum Wirtschaftsliberalismus bemühen. Je nachdem, wie man das Phänomen Markt betrachtet, so erscheint dieser mit einem politischen Regime kompatibel, nicht kompatibel oder sogar funktional zu sein. Rosenbaum schlägt zum Beispiel drei Kategorien der Marktdefinition vor. Keine Angst, wir werden jetzt nicht die ganze Tabelle lesen, sie ist übrigens im Handout zum Nachlesen. Ich will hier an dieser Stelle nur hervorheben, dass weder der Markt laut Observational Definitions noch der Markt laut Structural Definitions von einem Central Planet Economy ausgeschlossen werden können. Lediglich der Markt im Sinne von Functional Definition als systemischer Zuweisungsmechanismus wird von einer Zentralverwaltungswirtschaft unterbunden. Sowohl der Markt als Begegnung von Menschengruppen mit ihren eigenen Interessen, als auch der Markt als institutioneller Rahmen zum Tausch von Waren und Diensten bleibt bestehen, aber nur entsprechend politisch dekliniert. Dort, wo der Markt mit unsichtbaren Handschellen gefesselt wird, wird die Handelspolitik überall sichtbar. Die überall sichtbare Handelspolitik entscheidet nicht nur über den Verbleib von Münzhändlern auf dem Markt, sie dirigiert auch die ganze Nachfragen, Preisebildung und Angebote. Was ist dann Politik? In der englischen Fachsprache der Politikwissenschaft unterscheidet man zwischen Politics, Polity und Policy. Man pflegt mit Politics die prozessuale Seite der Politik zu beschreiben. Dadurch wird das politische Verfahren bezeichnet, durch welches Interessengruppen ihre Anliegen durchzusetzen versuchen. Polity bezieht sich auf die institutionellen Aspekte und widmet sich der Form des Politischen, der verfassungsmäßigen Ordnungen einer Gesellschaft, Verfassung, Gesetze, Verordnungen etc. Die Policy umfasst die konkreten Inhalte der Politik. Dieser Teil der Politik wird im Deutschen üblicherweise durch den Hinweis auf Politikbereiche angesprochen, zum Beispiel Umweltpolitik, Finanzpolitik, Kunstpolitik und so weiter. Nicht nur der Staat verfügt über seine eigene Politik, wie zum Beispiel aus dem Werk von Pierre Bourdieu über das Homo Academicus, sowie aus dem Werk von Michel Esch über die nationalsozialistische Wissenschaftsinnenpolitik hervorgeht,
Auch untergeordnete Institutionen des Staates, wie etwa Universitäten und Museen, verfügen über ihre Machtstrukturen und somit über ihre eigene Policy, welche von der Public Policy, aber auch von anderen Instanzen wie eben dem Markt, abhängen. Wenn die Policy des Staates ist whatever governments choose to do or not to do, so dürfen wir auch die Hypothese annehmen, dass sich auch in den Museen eine mehr oder minder formalisierte Museumspolicy herausbildet. Die Policy des Museums, das heißt, whatever Museumsdirektoren entscheiden zu erwerben oder nicht zu erwerben, was und wie sie schätzen und sie schätzen lassen und so weiter, hängt einerseits mit der Kunst- und Finanzpolitik des Staates, andererseits mit den Strukturen des Marktes zusammen. Nun, ich kann den Gegenstand meines Vortrages präzises formulieren und in dieser Tabelle zeigen. Es geht um die Wechselbeziehungen zwischen der Finanzpolitik des Reiches, der Policy des Wiener Münzkabinetts und der Tätigkeit einer Münzhandlung. Und das alles anhand der Verhandlungen um die Verwertung der Münzsammlung von Alexander Hauser. Ich werde diesen relativ komplizierten Fall leider nur in groben Zügen darstellen können, damit ich auf einige Details der Verhandlungen ausführlicher eingehen kann, die für unsere Zwecke von besonderer Bedeutung sind. Alexander Hauser wurde 1888 in Drohobycz geboren, heute Ukraine, damals Österreich-Ungarn. In Wien wurde er am Anfang des 20. Jahrhunderts Geschäftspartner des mächtigen Industriellen Ottmar Strauss, der selber eine bedeutende Kunstsammlung besaß, soweit ich weiß aber keine Münze. Hauser gelangte zu Wohlstand und bewohnte eine Villa in Währing, dem 18. Bezirk von Wien, wo er eine intensive Sammlertätigkeit führte, mit Schwerpunkt auf die Münzprägung der habsburgischen Monarchie vom Ferdinand I., Herzog von Österreich und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, bis Ferdinand I., Kaiser von Österreich. Als die Nationalsozialisten auch in Österreich an die Macht kamen, umfasste seine Sammlung 1345 Stücke, davon fast 800 Goldmünzen. In zwei Zügen zwischen April und Juni 1938 wurde diese Sammlung sichergestellt und dann am 25. Juli 1938 an Herrn Dr. Fritz Dvorak, den kommissarischen Leiter des Kunsthistorischen Museums zu Wien, zwecks Aufstellung und Überprüfung übergeben. Zu dem Zeitpunkt war die Sammlung noch Eigentum des Alexander Hausers, welcher diese Sammlung schätzen lassen musste, um sein Gesamtvermögen gemäß der Verordnung vom 26. April anzumelden. Zu Punkt 4g seiner Vermögensanmeldung gibt Hauser auch den Wert seiner Münzsammlung an, sowie diese von Sachverständigen Bussopois von Adolfes Nachfolger ermittelt wurde. 50.000 Reichsmark. So tritt in unserer Geschichte neben dem Sammler Alexander Hauser und dem Münzdirektor Fritz Dvorak der erste Münzhändler auf, eigentlich die ersten zwei. Zwei, denn in der Tat beauftragte Herr Hauser nicht Adolf Hess in Frankfurt, sondern die Wiener Münzhandlung Carlei. Carlei wurde dennoch gleichzeitig arisiert und die neue Inhaberin hat ihren Kollegen in Frankfurt beauftragt. Aus mehreren Briefen zwischen Pois und Dvorak sowie zwischen diesem und dem Finanzamt sind einige Hintergründe abzulesen, die das Policy des Museums im Falle Hauser deutlich machen und am Horizont die gesetzlichen Rahmenbedingungen durchblicken lassen. Diese Handlungen spielen sich auf dem Gebiet der Policy ab, aber beeinflussen, wie wir sehen werden, auch das Gebiet des Politics, der großen Politik sozusagen.
Die Korrespondenz zeigt nicht nur, wie viel die Gesetzgebung die Tätigkeit jedes Händlers beeinflusste, sondern auch, dass jeder Händler mit der Absicht agierte, eine gewisse Auslegung der geltenden Gesetze zu vermitteln bzw. mit der Einhaltung der Vorschriften zu prahlen. So Beuys. Als ich im Juni die Abschätzung der Sammlung Hauser vornahm, hatte ich an einer niedrigen Schätzung absolut kein Interesse. Im Gegenteil, aus verschiedenen Gründen habe ich absichtlich eine hochbemessene Schätzung abgegeben. Einmal war mir bekannt, dass Herr Hauser Jude war. Wenn er mich schon aufforderte, die Schätzung vorzunehmen und dabei darauf hinwies, dass er diese Schätzung auf die Anmeldung seines Vermögens bei einer Behörde verwenden wollte, so sagte ich mir, dass er sich mit der Absicht der Auswanderung trug. Dies war für mich Grund genug, ruhig eine hohe Schätzung abzugeben. Zitat Ende. Eigentlich war Hauser spätestens schon im Juni, laut anderen Quellen vielleicht bereits Mitte Mai, ausgewandert. Beuys will mit diesem Brief hauptsächlich seine Handelstätigkeit politisch färben und verbrämen, weil er wusste, dass seine Schätzung den Direktor nicht zufriedenstellte. Die Unzufriedenheit Dvorsaks war natürlich nicht etwas dadurch verursacht, dass der Direktor hätte Hauser bei der Auswanderung oder sonst wie helfen wollen, sondern nur dadurch, dass das Museum die ihm fehlenden Stücke aus der Sammlung Hauser kaufen wollte und der Kauf hätte aufgrund der Schätzung eines Sachverständigen erfolgen sollen. Diese lag vor und hatte Beuys vorgelegt. In seinem Versuch, sich gegenüber dem Direktor zu rechtfertigen, widerspricht sich Beuys 7 Tage später. Die Schätzung war zwar hoch, so Beuys, zitiere ich. Ich bin aber sogar überzeugt, dass Herrn Hauser meine an sich höhere Schätzung eher noch zu niedrig war. Zitat Ende. Die Frage drängt sich von selbst auf. Wie kann eine Person, in unserem Fall Herr Hauser, die angeblich durch eine hohe Schätzung benachteiligt wird, sich eine noch höhere Schätzung wünschen? Nur wegen des Sammlerstolzes? Das glaube ich nicht. Stimmt auch nicht, dass die Schätzung in der Tat hoch bemessen war. Unter manchen Standpunkten könnte die Schätzung auch angebracht erscheinen, aber nicht die quantitative Höhe der Schätzung ist hier für die Absichten des Münzhandlers bezeichnend. Erst die darunterliegende Motivation ist entscheidend. Der Betrag ist pure Willkür. Und diese Motivation lässt sich erst durch eine qualitative Untersuchung des politischen Eingreifens auf die Handlungsspielräume der Händler ermitteln. Beuys gibt zwar an, Hauser durch eine hoch angesetzte Schätzung benachteiligen zu wollen. Wir können dennoch nicht beweisen, dass seine Absichten gegen Hauser wahrhaft böswillig waren. Seine Aussagen könnten nämlich auch nur einen nachvollziehbaren Versuch darstellen, sich vor dem Direktor als zuverlässiger Antisemit zu profilieren. Die darunterliegenden Motivationen, wonach wir suchen, sind nicht persönlicher Art, sondern politischer Natur. Damit will ich sagen, dass sich die Schätzungen unmittelbar von gesetzlichen Vorschriften ableiten und dem Policy der öffentlichen Münzkabinetten anpassen. Beuys stellte diese zweifache Abhängigkeit seiner Schätzungsarbeit mehrmals klar. Noch ein Beispiel. Ich zitiere Beuys. Da es sich um eine Schätzung für eine gesetzliche Vermögenserklärung handelte, musste ich, um mir etwaige späteren Vorwürfe zu ersparen, auch auf eine reichlich bemessene Schätzung hinarbeiten. Zitat Ende. Beuys, wie alle auf dem Markt übrig bleibenden Münzhändler, beabsichtigte, seine wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen. Er muss, wie alle, in dem Museum einen kaufkräftigen Abnehmer und großzügigen Lieferant gesehen haben.
Als erster Schätzer konnte er dennoch nicht wirklich viel anderes schätzen. Selbst wenn Beuys in seinen Briefen an Dvorak das nicht zugibt, wir Historiker wissen, dass sein Spielraum gesetzlich auch anderweitig begrenzt war und seine Schätzung kaum nach unten ausdehnbar war. Hier tritt die auffälligste Besonderheit des numismatischen Bereiches auf. Münzsammlungen mussten nicht nur gemäß der erwähnten Verordnung über die Anmeldung des jüdischen Vermögens geschätzt werden. Goldmünzen enthaltende Sammlungen mussten außerdem der Reichsbank zum Kauf angeboten werden. Das Anbieten an die Reichsbank musste jedoch zu dem Zeitpunkt nur dann erfolgen, wenn der gemeine Wert der Sammlung 50.000 Reichsmark überstieg. Kein Zufall, dass mir neben der Sammlung Hauser auch andere drei Münzsammlungen bekannt sind, die ziemlich pauschal mit 50.000 Reichsmark bewertet wurden. Wäre die Sammlung Hauser mit weniger als 50.000 Reichsmark bewertet worden, so hätte Hauser diese zwar anmelden, aber nicht der Reichsbank zum Kauf anbieten müssen. Und Beuys wollte sich natürlich auch nicht mit der Reichsbank verfeinden, die gleichzeitig ihr schönes Münzkabinett errichtet hatte, das Geldmuseum, und potenziell einen noch besseren Geschäftspartner darstellte als das Münzkabinett. Dvorak wehrte sich gegen diese Schätzung. Nicht etwas, weil diese Angabe keinem realen Wert entsprach, sondern weil das Policy des Museums in dieser ersten Phase in Konflikt mit der Finanzpolitik des Staates stand. Deutlicher gesagt, der Staat, vertreten in erster Instanz durch die Finanzämter, hatte daran Interesse, aus der beschlagnahmten Sammlung den größtmöglichsten Gewinn zu erzielen. Das Museum wollte hingegen nicht die ganze Sammlung erwerben und vor allem nicht um den Preis. Das Policy des Museums widerspiegelte sich folglich darin, durch Ausnutzung anderer Expertisen und durch Heranziehung anderer Münzhändler seine Position gegen die Finanzbehörde durchzusetzen und somit auch auf die Finanzpolitik des Staates Einfluss zu nehmen. In dieser Konfliktlage kam, ein Monat nach der ersten, eine zweite Schätzung. Die zweite überlieferte Schätzung der Sammlung, Hauser, hat das besondere Schicksal nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich auf Antrag Hausers vorgenommen worden zu sein und doch dem Museum gedient zu haben. Hauser beauftragte aus dem Exil die Londoner Firma Spink & Son. Der Experte Leonard Forer flog Ende August 1938 nach Wien und lieferte eine erstaunlich geringe Schätzung, ca. 22.000 Reichsmark, die darauf abzielte, die Reichsfluchsteuer zu reduzieren. Auf den ersten Blick ist aber auch erstaunlich, dass sich eben Direktor Dvorak in seinem entscheidenden Brief von August 1939 auf diese Schätzung des angesehenen schweizerisch-englischen Münzexperten berief, um sein Interesse durchzusetzen, den wirtschaftlichen Wert der Sammlung nach unten zu treiben. Man sollte nun diesem Brief einen ganzen Vortrag widmen. Hier seien nur einige Grundelemente seiner Relevanz angedeutet. Erstens, gegen die Schätzung von Beuys schlägt Dvorak einen neuen numismatischen Wert der Sammlung vor, 30.000 Reichsmark, das heißt zweimal den reinen Goldwert. Zweitens zieht Dvorak zur Rechtfertigung dieser niedrigen Schätzung eben die von der Firma Spink & Son im Auftrag Hausers durchgeführten Schätzung. Ich zitiere Dvorak: Zur Beurteilung dieser nur für eine allgemeine Orientierung angegebenen Ansätze sei auf eine Schätzung der führenden Londoner Münzhandlung Spink & Son, die auf Betreuen eines Rechtsfreundes von Alexander Hauser erfolgte, hingewiesen. Zitat Ende. Und schließlich greift Dvorak die Initiative zur Bestimmung des weiteren Verwertungsverfahrens. Den Museen wurde, genau wie von Dvorak gefordert, das Vorrecht zuerkannt, die erste Auswahl von besonders wichtigen Münzen zu erwerben.
Erst aufgrund dieser Initiative genehmigt dann das Finanzamt das gesamte langwierige Verwertungsprozess, das 2 Jahre später mit einer Auktion kulminiert. In dieser Tabelle habe ich womöglich alle erzielten Preise der unterschiedlichen Verwertungsphasen zusammengefasst. Wie es am Ende der Firma Otto Elbing Nachfolger in München und nicht der Firma Adolf Hess Nachfolger in Frankfurt gelungen ist, sich die Versteigerung zu versichern, ist eine lange Geschichte, die ich heute nicht im Detail erzählen werden kann. Zur Vervollständigung der Darstellung unseres Falles reicht es hier zu sagen, dass die Auktion in München am 22. April 1941 stattfand. Ich komme daher zu meiner Schlussbetrachtung. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Kunstgegenständen, die auf den Markt kamen, waren die Museumsdirektoren häufig dazu geneigt, einerseits diese Schätze von dem Abverkauf ins Ausland zu schützen. Diesbezüglich sei auf der Neufassung der Liste national wertvoller Kunstgüter von 1938 hingewiesen. Andererseits und vor allem waren die Museumsdirektoren danach bestrebt, von dem gesteigerten Angebot so viel wie möglich zu profitieren. Meine Forschung hat ergeben, dass das Museum, um seine finanziellen Prioritäten durchsetzen zu können, auf einer und derselben Ebene mit Experten aus dem Handel verhandeln musste. Die ersten Ansätze dieses Phänomens sind eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg bemerkbar. Als Bode private Sammlungen in das Kaiser-Friedrich-Museum zulässt und somit Kunsthändler mehr oder weniger direkt begünstigt. Im Nationalsozialismus wird diese Balance gebrochen, sodass die Museen nicht länger die Oberhand behalten konnten. Die Museen hatten als Institutionen durch die Entjudung des Museumspersonals fast überall an wissenschaftlicher Potenz verloren. Die Arisierung des Marktes hatte hingegen die Position der Händler durch partielle Auflösung der Konkurrenz immens verstärkt. Die Mitwirkung des Marktes war nicht nur für die Versorgung und für die weitere Verwertung der Münzsammlungen notwendig, sondern auch als Billigungsinstanz gegenüber den Ministerien, um die Kunst- und Finanzpolitik des Reiches rückwirkend anpassend mitzubestimmen. Das Finanzministerium, das sich am Anfang für die einfachste Lösung eines Verkaufes an das Museum einsetzte und natürlich keine Ermäßigung gewähren wollte, musste dann anerkennen, dass diese Sammlungen von alten Münzen eine spekulative Form von Kapitalanlage ist, die sich langfristig lukrativer erweisen kann als die sofortige Verwertung der ganzen Sammlung. Soweit die Aspekte des Numismatik-Kunstmarktes, worüber ich heute vortragen wollte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen und Anmerkungen. Vielen Dank.